Dallas, Texas. Rund eine Stunde nach der offiziellen Nachricht vom Tod John F. Kennedys wird ein Tatverdächtiger verhaftet. Sein Name Lee Harvey Oswald. He is 24-year-old Lee Oswald of Dallas, a former Marine who spent some time in Russia, who at one time had applied for Soviet citizenship. Oswald wird in einem Kino in der Nähe des Tatorts festgenommen. Er beteuert seine Unschuld. I'd like some legal representation. These police officers have not allowed me to have any. I don't know what this is all about. I killed the president. No, sir, I didn't. Ist Oswald der Täter? Handelte er allein? Die Nachricht von der Ermordung des amerikanischen Präsidenten erschüttert die Menschen auf der ganzen Welt. Es ist einer jener seltenen Momente, in denen die Welt durch ein kollektiv erlebtes Gefühl in Schockstarre geeint scheint. Es hat einen natürlich, egal wo man war, völlig umgehauen. Da war natürlich auch ein großes Idol plötzlich weg und dieses, ja, hat diese Illusion eigentlich von Frieden und alles kurzfristig mal äußerst erschüttert. 6 Jahrzehnte nach den tödlichen Schüssen in Dallas bricht Paul Landis sein Schweigen. Der ehemalige Secret Service Agent war am Tag des Attentats als Personenschützer an der Seite des Präsidentenpaares. Er begleitet Jackie Kennedy auch auf ihrem schweren Weg zurück nach Washington, D.C. By the time we ended up back at Air Force One to come back to Washington, and I sat down and I collapsed. I just started crying. And I cried most of that trip back to Washington. Noch vor dem Start der Air Force One, eine Stunde und 38 Minuten nach Kennedys Tod, schwört Lyndon B. Johnson den Amtseid als sein Nachfolger. We walked back to the bulkhead, where Vice President Johnson sworn in as the 36th president. Nach dem Eid richtet sich Johnsons Ehefrau mit den Worten, das ganze Land trauert um ihren Mann, an Jackie Kennedy. Dann hebt das Flugzeug in Richtung Hauptstadt ab. Im Morgengrauen des 23. November landet die Maschine mit dem toten Präsidenten an Bord auf der Andrews Air Force Base. When I heard the landing gear of the plane coming down, I knew I kind of had to pull it together because we were going to be getting out or disembarking from the plane. Die Bilder der Rückkehr von Air Force One werden weltweit live im Fernsehen übertragen. We just unloaded the casket, putting it in to ambulance to take it to go to Bethesda. Behind the casket is Mrs. Jacqueline Kennedy. To her right is her brother-in-law, the Attorney General, Robert Kennedy. My father really was broken inside. He felt destroyed. But I think he, you know, in many ways, a lot of them, Jackie and my father, that they were, you know, for a while they were just living for their children because they didn't feel like living anymore. Warum erschoss Lee Harvey Oswald den amerikanischen Präsidenten? Handelte er allein? Antworten von ihm wird die Öffentlichkeit keine mehr erhalten. 2 Tage nach Oswalds Festnahme erschießt der Nachtclubbesitzer Jack Ruby den Tatverdächtigen in der Tiefgarage des Polizeipräsidiums in Dallas. Here comes Oswald. He is action and unconscious at this time, now being moved in. He's not moving. Nicht nur Oswalds regelrechte Hinrichtung durch Jack Ruby wird in den kommenden Jahren Anlass zu Spekulationen und Verschwörungstheorien bieten. This bizarre sequence of double killings raised great questions. Who actually fired the shots that killed Kennedy? Why did Ruby shoot Oswald? Was there a conspiracy? Were right-wingers involved? Was it a Russian plot, a Cuban plot? War die Tat ein Auftragsmord? The administration of President John Fitzgerald Kennedy begins. Eine der großen politischen Herausforderungen für den jungen Präsidenten liegt direkt vor der Haustür. Das sozialistische Kuba unter Anführer Fidel Castro. Für die Kennedys Staatsfeind Nummer 1.
But my father was still tied up in this ethos of, you know, we've got to get Castro. We've got to figure out a way to get Castro. And we got to get the Cubans to get Castro, but we got to get Castro. 1962, nicht einmal zwei Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkriegs, steht diese Welt erneut am Abgrund. Amerikanische Aufklärungsflugzeuge machen Mitte Oktober Fotos vom Bau von Startrampen für sowjetische Mittelstreckenraketen auf Kuba. Die Aufnahmen erschüttern Washington. Castro hat von Khrushchev offenbar die Zusage bekommen, dass Atomwaffen auf Kuba stationiert werden. Präsident Kennedy muss auf diese Provokation reagieren. Shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. Die USA reagieren mit einer umfassenden Seeblockade Kubas und drohen Khrushchev schließlich mit einem atomaren Erstschlag. That was a tremendous thing. I mean, talked about Syria, my God. That was pretty serious. That was the most perilous moment in the history of mankind. Die Kuba-Krise war das einzige Mal, wo ich, da war ich ja dann schon gerade 14 Jahre alt, wirklich Angst hatte. Also die Leute, die das bewusst erlebt haben, diese eine Woche, wo es wirklich spitz auf Knopf stand. Die Sowjetunion hält Kennedy für einen schwachen Präsidenten und rechnet nicht mit einer militärischen Reaktion der Amerikaner. Zuvor hatte Kennedy sich an einer der Konfliktlinien des Kalten Krieges zurückhaltend gezeigt. Als 1961 in Berlin die Sektorengrenze abgeriegelt und schließlich der Bau der Mauer die deutsche Teilung zementiert, weilt der US-Präsident in Hyannisport, dem Rückzugsort der Familie. Für manche westdeutsche Beobachter ein außenpolitischer Fehltritt. Für die Sowjets ein weiterer Beweis seiner Schwäche. Es sind vor allem diese internationalen Krisen, die Kennedys kurze Amtszeit den Stempel aufdrücken. Und bis heute halten sich Spekulationen, es könnte sich bei der Ermordung JFKs um eine aus dem Ausland gesteuerte Konspiration handeln, hartnäckig. Am 25. November 1963 wird John F. Kennedy in einem Staatsbegräbnis auf dem Nationalfriedhof Arlington bei Washington D.C. beigesetzt. In our national life, the soul unites Americans, so touched the hearts of all of us, chosen as he is to embody the ideals of our people, the faith we have in our institutions, and our belief in the fatherhood of God and the brotherhood of man. We are saddened. We are stunned. We are perplexed. Gefasst und aufrecht trägt Jackie Kennedy ihren Mann zu Grabe. Diese Haltung macht sie für viele zur Königin Amerikas. Jackie legt noch zwei Briefe der Kinder in den Sarg und Manschettenknöpfe. Ihr Leibwächter Paul Landis ist auch in diesen schweren Stunden an ihrer Seite. This picture was taken while we were walking from the White House to St. Matthew's Cathedral. You can see I'm here. I'm on the right next to Teddy Kennedy. Mrs. Kennedy is in the center. The whole thing is a blur right there. I think, you know, I'm trying to be alert, but with very little sleep, it's all like continuing chaos. And that was a tough time. Der Sarg wird im Kapitol aufgebahrt, wo die Familie sich verabschieden kann. Tochter Caroline ist 6 Jahre alt. Der Sohn, John F. Kennedy Jr., genannt John John, ist 3. I was not inside. I was outside. It was still, it was sad, a sad time. I thought when John Jr. came out, he was shading his eyes from the sun. And then Mrs. Kennedy said something to him.
And he turned around and he did that again. I don't know if she told him to salute or not. Es ist John Johns dritter Geburtstag. Die bewegenden Bilder der Trauerfeier brennen sich ins öffentliche Gedächtnis ein.